Planung Nummer 2 habe ich das aufgenommen, weil da ist eine andere Farbe. Da ist die Farbe, wo ich was machen muss. Planung, Französisch, Italienisch, Englisch. Hallo, System. Und das da ist Spanisch, oder? Nein, das ist Russisch. Reicht schon. Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch fehlt. Immer ist irgendwas. Ja. Und das liegt halt daran, dass ich eben keine so eine hübsche Tabelle habe. Ich bräuchte eigentlich hier eine, für jedes Teil so eine Tabelle habe ich. Das Dock gemacht und dann einfach zum Ankreuzen. Das mache ich mir jetzt. Ist doch viel besser. Warum habe ich da nicht vorher gedacht? Okay. Also, Fazit. Hygiene. Planung. 365 Schritte. Nomaden. Dialoge, Fragen und Antworten. Wo ist denn mein Plan? Wanderführer. Verben, Nomen, Geschichten, Gedichte. So, und die Sachen hier erstmal raus. Ich weiß, ihr seht das als Zeitverschwendung. Manche würden sagen, ja, irgendwie Perfektionismus. Und das hier, was ich gerade gemacht habe, ist völlig sinnlos, weil ich hätte das nicht rausnehmen müssen. Weil da ist schon alles. Aber so, wenn ich es draußen habe, die blöden Fliegen echt. Dann kann ich es schöner beschriften. So, ein schöner Stift. Und ich brauche 1000 Verben. Und das erste, was ich machen will, ist short. Sein. D. Was muss ich dazu alles machen? Den Text habe ich in 6 Sprachen und ich muss es dann editieren und hochladen und veröffentlichen und ich brauche die Audios. Also mache ich hier untereinander Devs hier und die einzelnen Schritte. Das Schreiben ist Doc. Ich finde die Endungen ganz gut, weil dann sieht man, was man da eigentlich für eine Datei sucht. In dem Fall ist es allerdings ein Google Sheets, aber das ist egal. Also Short Sign, 6-mal Doc, also es ist eine Doc, aber in 6 Sprachen. Es muss korrigiert werden, das Audio muss aufgenommen werden im deutschen Footage. Footage und hier MP3. Ich würde mir gerne so Aufkleber machen, wo solche Dinge draufstehen. Zum Beispiel DevSeer, Doc, Footage, MP3, 1000 Verben, also meine Serien. Und dann könnte ich mir das immer schön aufkleben. Mit einem Sticker wird das viel schneller gehen. Obwohl, der ist natürlich schon super, aber ja, egal. Footage. Und wenn ich es dann habe, dann editieren. Ich kann bei editieren entweder edi schreiben oder ich schreibe, wo ich es editiere. Das ist DaVinci.
Davi. Nein, was kommt dabei raus? MP4. Und beim Veröffentlichen, zuerst wird es auf YouTube hochgeladen, dann auf Patreon freigegeben, der Link dazu auf Facebook. Dann wollte ich eigentlich einen Instagram-Post dazu machen und einen Blogartikel. Und wenn ich das nächste dann auf YouTube hochlade, dann wird das freigegeben. Also der letzte Schritt ist eigentlich der Blogartikel. Blog. Das nächste ist dann sein. Das ist halt das, was so lange aufhält, dass ich das immer und immer wieder schreibe. Währenddessen könnte ich schon längst weitermachen, aber dann habe ich wieder das Gefühl, oh Gott, aber was muss ich noch machen? Wo bin ich? Was fehlt noch? Was kommt als nächstes? Diese Litanei an, das muss ich ja alles überprüfen, weil ich habe ja davon einige schon gemacht und ich habe das aber nicht überprüft. Warum nicht? Weil ich immer die anderen Sachen gemacht habe, weil die wichtiger waren. Und das stimmt ja auch. Am wichtigsten ist momentan Goethe-Institut. Ich lasse das jetzt so. Und jetzt hier noch außer 1000 Verben, das Geschichten und Gedichte an einem Blatt. Aber ich mache hier extra 1000 Gesche Hase. Wie schreibe ich das auf? Ich schreibe einfach die erste Zeile mal. Einsprachig. Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Und was muss ich machen? PPTX. Das ist die Präsentation in Google. Da muss ich schauen, ob die Bilder alle drin sind und so weiter. Dann muss ich es editieren. Die Audios, da brauche ich kein Footage. Oder? Oder soll ich da irgendwie kurz aufnehmen, wie ich was sage? Was sollte ich denn da sagen? Und das müsste ich ja dann wieder in die anderen Sprachen übersetzen. Soll ich den Text sprechen? Aber es soll zum Mitlesen sein. Nein, nur MP3. Ich mache es nicht so kompliziert. Auf Polyglot Pocket Life It ist wirklich ohne mein Gesicht. Also Polyglot Mona ist mit Gesicht. Polyglot Pocket Love It konzentriert sich auf das Zweisprachige. Also MP3, MP4 und letztendlich dann die Veröffentlichung, wobei das letzte der Blogartikel ist. Blog, 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 Blog. Und nach dem Hase, der Hase ist ja dadurch noch nicht fertig. Ja, ich brauche das Zweisprachige. Deutsch, Englisch. Deutsch, Französisch. Deutsch, Spanisch. Deutsch, Italienisch. Deutsch, Russisch. Und ich brauche das Zweisprachige. Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Und jedes Mal die vier Schritte. Deswegen
dauert es so ewig, weil es halt so viel Arbeit ist. 1000 Gedichte. Apfelbaum. Und da kann ich eigentlich das hier komplett abschreiben. Und bei dem Sein Präsens ist es eigentlich das Gleiche. Es ist jedes Mal diese. Das sind die ersten Videos und dann kommen ja noch welche dazu, aber das sind die ersten. Immer einsprachig, zweisprachig, zweisprachig. Das sind dann 5 gleiche Videos und alle mit der Kombination mit Deutsch. Ja. Okay. Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Zweisprachig. Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Und da passt schon gar nicht mehr der Rest hin. Da muss ich dann auf die nächste Seite rübergehen. Ich fange hier nur an. Zweisprachig, Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch. Ich fange das an. Ich mache das auf der Rückseite weiter. Deutsch, Spanisch. Deutsch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Wahnsinn. Und das gleiche beim Apfelbaum. Das ist so der Wahnsinn. Und es wäre auch so praktisch, wenn ich so einen großen Schreibtisch hätte, wo ich immer alles liegen lassen könnte, weil dann hätte ich eine super Übersicht. Aber ich habe keinen großen Schreibtisch, muss ständig alles aufräumen und mir fliegen die Sachen davon, wenn ich sie nicht sofort wieder in den Ordner tue. Ist halt alles so provisorisch irgendwie. Also, und bei Apfelbaum haben wir gesagt, das ist, also die Gedichte sind wiederum einfach, weil die sind einfach in 6 Sprachen. Aber wie will ich das zweisprachig machen? Eigentlich müsste ich doch jedes Wort dann noch mit der Birkenbiel-Methode übersetzen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich will jetzt erstmal die Sachen fertig machen, die ich angefangen habe. Und zwar Hygiene. Machen wir immer 1 und das ist dann Defsir und dann jeweils das BBTX. Ja, es ist so wie hier bei Short. Def. Doc Footage MP4 Block hier Doc MP3 MP4 Block. Das ist das, wo ich meinte, da bin ich vielleicht schneller, wenn ich mir da eine Vorlage kopiere oder so. Dann müsste ich nicht ständig alles abschreiben, sondern dann würde ich das hernehmen und da dann einfach grün markieren, wenn es soweit ist. Ja, 1, 2, 3 und so weiter. Das ist der Hammer. Deswegen dauert alles so lang, weil es wirklich viele Schritte sind. Viele Videos, viele Schritte, viele Serien. Ah, aber immerhin habe ich jetzt gesehen, es passen 3 Projekte auf eine Seite. Das ist ja auch was wert. Aber ich hatte auch mal bei meinem Papa mir so eine Tabelle von ihm ausdrucken lassen.
Er hat es sogar dann zweiseitig gemacht. Und da er ja keinen Bürodrucker hat, war das gar nicht so einfach. Aber ich habe es dann nicht verwendet. Und es war auch sehr demotivierend zu sehen, dass ich bei Russisch schon so viele Videos hatte, was weiß ich, bis 45 oder so bei B1 Vokabular und 12 Stück bei den Verben und so. Und bei Italienisch bin ich dann auch ziemlich gut vorangekommen, durch das, dass der Even 100 E-Books bestellt hat. Und dann, keine Ahnung, dadurch wahrscheinlich, dass ich angefangen habe, Geld für Editoren auszugeben, wollte ich nicht mehr nur Polyglot Packet Laufet machen, sondern auch Polyglot Mona endlich weiterkommen, weil mir der Kanal wichtiger ist. Und dann habe ich halt das andere liegen lassen, weil ich halt immer nur an einem wirklich intensiv arbeiten kann. Das ist total schade. Und was soll ich machen? Ja. Also. Bei Fazit ist das gleiche. 1, 2, 3, Defsir. Deswegen könnte sich das wirklich lohnen, sowas auszudrucken. Dann bräuchte ich nur die Nummern hier eintragen und die jeweilige Serie. Den Rest könnte ich ausdrucken, so wie hier eben das Feld da. Hygienefazit 365. 1. Ah ne, da ist eine 0 auch noch. Ja, okay. Aber jetzt ist mir eigentlich klar, was ich machen muss, und das muss ich halt dann nur immer wieder vervollständigen und ja, hier halt eintragen, ob ich das habe oder nicht und was dann das nächste ist. Aber so muss ich es machen, so muss ich es benutzen. Und Bilder passen hier eigentlich gar nicht hin, ne? Ein schöner Aufkleber oder auf der linken Seite vielleicht. Nee. Das ist schade, da passen keine Aufkleber hin. Wie kann ich es so machen, dass ein Aufkleber hinpasst? DMMB. DFMB. Einfach ganz dünn schreiben. Mal gucken. Oder mit irgendwelchen Zeichen und Farben markieren, welchen Schritt ich habe. Zum Beispiel so. Hygiene. Und jetzt gleich mal hier so ein Aufkleber hinkleben, damit ich gar nicht erst Platz verschwende. Also damit ich nicht den Platz verwende, da wo der Aufkleber hin soll. Wenn es mir nicht gefällt, nehme ich es nicht her. Deswegen brauche ich gar nicht erst versuchen, einen Planer zu verwenden, wo ich nicht mag, wie er aussieht oder wo mir das Design nicht gefällt oder so. So, Hygiene. Mir gefällt es, wenn die ganze Woche auf einem Blick ist. Und wie weit ich bin, sehe ich doch eigentlich immer in den entsprechenden Ordnern. Ich will eigentlich nur die Woche auf einen Blick haben und sehen, bei welchem Projekt ich was machen muss. Es ist eigentlich komplett das hier. Und ich will die einzelnen Schritte da sehen. Also nochmal, bei Hygiene muss ich machen. Einmal JPGs 4. Verschmiert.
Footage. 9, 10, 11 ist fertig. Und PPTX muss ich Nummer 5 machen. Fazit. Footage ist 10 fertig. PPTX Nummer 6. Nomadin ist im Moment gar nicht dran. Wirt am Wasser. Ammersee 1, Eching. Ist fast fertig. Ammersee 2, Schondorf. Ist übersetzt. Ammersee 3, Utting. Muss ich übersetzen. Oktober 23 muss ich den Text einfügen. November 23 die Fotos. Dialoge. Bei Laura, Anna, Natalia und Olga muss ich schauen, ob ich es hochgeladen und veröffentlicht habe. Und bei Valentina, Michelle, Fanny, Elena und Silvia muss ich es noch machen. Bei 365 habe ich 000, 001, 002, 003, 004 fertig. 005 muss ich aufnehmen. Also das ist Footage. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, jeweils das letzte hier wegradieren. Fu 000, 001, 002, 003, 004, 005. Ein bisschen Platz lassen. PPTX 000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010. Und da geht's jetzt hinten weiter. Aber eigentlich ist es so Quatsch, weil ich muss ja nicht im gleichen Tempo, nee, ich muss ja nur die PPTX fertig haben, die jetzt in dieser Woche dann auch von der Editorin weitergemacht werden. Das wäre eigentlich nur die Nummer 2 und vielleicht die Nummer 3. Das, was ich als nächstes dann für Deutsch in Angriff nehmen muss, ist dann die 13 habe ich, also das ist praktisch die 02/2024. Muss ich machen. Wenn ich noch Zeit habe, dann 1000 Verben sein Shorts Defsir. Und 1000 Geschichten Hase. Zweisprachig Deutsch, Englisch, Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, Russisch. Mehr schaffe ich sowieso nicht in einer Woche, wenn ich das überhaupt schaffe. 1000 Gedichte. Falls ich mich entscheide, dass ich das zweisprachig mache,
Ich würde jetzt erstmal sagen, ich mache es erstmal einsprachig. Nur Devs hier. Und dann schaue ich mal, ob ich was anderes auch noch dazu machen will. Und dann noch 1000 Nomen, das ist B1-Vokabular, da muss ich bei Baby gucken. Und das erstmal als Short Devs hier. Devs hier oder? Ja, wieso nicht? Kann ich den Hase auch als Short machen? Nee, das ist zu lang. Okay, das ist es jetzt. Mehr braucht es nicht. Das hier kann. Ja, ich muss halt die Fotos abreißen, weil ich die noch verwenden will. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich schon längst abgeschaltet. Niemand hört mir mehr zu. Das ist für die meisten viel zu unverständlich, wieso ich das so genau machen muss und was mir das wirklich bringt. Passt jetzt da noch ein Aufkleber hin? Warum ich das so oft ändere? Es grenzt an Perfektionismus, ich weiß es, aber es ist kein Perfektionismus, weil es muss einfach funktionieren. Und solange es nicht funktioniert, ist es nicht der Weisheit letzter Schluss sozusagen. Und wenn dem so ist, dann muss ich das ändern, so anpassen, dass es passt. Okay, das passt gerade noch hin. Das ist gut. Weil dann mache ich jede Seite zwei Aufkleber. Auf der einen Seite Polyglot Mona, auf der anderen Polyglot Parkit Love It. Und das Monas SUV-Reisen und woanders, das läuft eigentlich automatisch. Weil bei Monas SUV-Reisen nehme ich jeden Tag so ein Video auf, dann ein Short. Ich versuche pro Woche ein Italien-Video, ein Frankreich-Video zu editieren. Und ich habe noch ein paar von den 2021 Videos, die ich zwischendurch hochladen kann. Das gibt mir ein bisschen Zeit. Und bei woanders versuche ich einfach immer, wenn ich eins von November Italien editiere, dann das dazu gehörende Badevideo dann auch hochzuladen und dazwischen einfach immer mal wieder nur Nacktvideos zu machen. So, aber jetzt gefällt es mir. Jetzt muss ich es nur noch an den Stellen grün machen, wo ich es erledigt habe, was schon passiert ist. Deswegen kann ich es auch nicht einfach...